Welcome back to a new Vlog. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg nach Paris. Also ich fahre natürlich nicht die ganze Strecke jetzt, sondern muss erstmal nach Essen. Von da aus geht es dann weiter. Und ja, habe dann morgen Mittag meinen Termin um 13 Uhr, ganz entspannt. Und dann haben Trisha und ich, boah, ich brauche eine Sonnenbrille, haben Trisha und ich uns schon verabredet für morgen. Wir gehen auf jeden Fall was essen vorher. Bevor wir ausgehen und, you know, irgendwo werden wir wieder landen. Like, das wird wieder so witzig. So, ich bin wirklich excited for the weekend. So, ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in Paris. Leute, ich bin mittlerweile angekommen in Paris. Ja, ich bin schon seit 6 Uhr morgens hier. Und mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Termin. Mein Termin ist um 1 Uhr. Oh, ich geh's mal auf. Mein Termin ist heute um 1 Uhr. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr. Ich bin einfach 2 Stunden vorher schon los, weil letztes Mal war einfach so viel Verkehr. Samstags in Paris, Leute, anders. Viel Verkehr, viel los, viel Menschen. Und ja, deswegen laufe ich jetzt gerade zur Bushaltestelle und dann muss ich zweimal umsteigen. Und dann, ja, freue mich schon auf meine neuen Augenbrauen. Ja, und ich nehme euch diesmal mit. So. Hey Leute, das ging jetzt richtig schnell. Ich habe mich mit der Location erstmal vertan, weil ich habe so vergessen, sie hat mir geschickt, dass ich woanders hinkommen sollte, und dann bin ich zu der alten Location gegangen und dann musste ich schnell ein Uber nehmen, like, es war wieder alles zu hektisch und deswegen bin ich einfach nur schnell rein und wir haben dann angefangen. Sie hat jetzt die Augenbrauen nochmal nachgestochen, das ging wirklich schnell, das waren, wie ich sagen, zwei, oh nein, es regnet, Leute, oh nein, es regnet, what? Ja, es waren 20 Minuten oder so, die sie gebraucht hat, also es ging wirklich zack, schnell. Sie hat, also ich habe es halt gemerkt, sie hat halt so die Enden nochmal nachgestochen. Auch dunkler. Die Farbe verblasst natürlich dann jetzt wieder. Aber all in all bin ich wirklich mit allen zufrieden. Und ja, ich bin gespannt, wie lange das halten wird. Leute, ich habe euch nicht am Stativ dran. Mein Arm stirbt gerade. Ja, ich bin gespannt, wie lange das alles halten wird. Und ja, jetzt gehe ich zurück nach Hause, also zu meinen Tanten. Mache mich dann fertig und dann gehen Trisha und ich was essen. Sie hat nämlich was rausgesucht. Ich glaube, so Chicken Wings war das. Irgendwie so in die Richtung. Es sollen irgendwelche geilen Chicken Wings hier sein. So, I'm really excited. Habe auch schon übelst Hunger. Like, übel. Ja. Würde ich sagen. Oh mein Gott, mein Arm. Was? Ohne Stativ, das ist eine Katastrophe. So, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Hey, she's vlogging, ey. I'm vlogging again. Leute, fertig gemacht, geschminkt. Back in Paris. Back in Paris. Ich fühle mich so, als ob ich hier lebe, ey. Gefühl. Ja, das hört sich an, als ob man sich gestern wieder gesehen ist so, ne, hat. Hä? Einfach das war vor einem Monat. Was? Crazy, das ist doch krank. I guess in this way. Where? Das müssen wir wieder machen. Wir sind gerade erstmal so viele Treppen gelaufen. Hey. Das ist gerade zu viel für uns. Wir sehen gut aus, sie können gar nichts sagen. Außer du kommst im Interview. Wir haben viel zum Besprechen. Ja, gerade. Ja. Ganz viel zu besprechen, was in diesen 4 Wochen alles passiert ist. Oh ja. Gott. Und ich war in Mykonos, Leute. Also, sie war in Mykonos, oh, richtig nice. Ich war auch schon auf Mykonos. Ja, ja, du warst da. Genau, I don't know. Auf, in. In. You understand. Auf jeden Fall. Beautiful city, Paris, we love it. Ja. 7 Minuten. 7 Minuten. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zu einem Chicken Wings Laden, aber auf koreanische Art, ne? Korean Barbecue. Korean Barbecue. Und davon habe ich auch schon richtig oft gehört, dass das voll gut sein soll. Voll lecker sein soll. Yeah, yeah. Yup, yup. Heute, wir wissen nicht, wo wir landen. Man hat ein paar Pläne. Aber es wird bestimmt richtig nice. Es wird auf jeden Fall nice. Je nachdem, wie sie vloggen kann. Oh mein Gott, vloggen. Wow. Vloggen. Das letzte Mal habe ich schon gesagt, dass ich konnte einfach nicht vloggen, weil es war einfach zu viel. Aber Nadia ist auch in der Town. Wir haben gerade gesehen, dass Nadia auch hier ist. Nadia, are we gonna see us? Richtig zufällig einfach, dass sie hier ist. Everything is open, you know. Ja, vielleicht kommt sie auch noch später dazu.
Sie ist auf dem Geburtstag, glaube ich, oder so. Deswegen yeah. sehen wir dann, ob sie dann nachher zustößt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Egal was für eine Musik. Good vibes, good energy. Good vibes only. Und ich habe auf jeden Fall Hunger. Ich kann nicht mehr. Wir haben nicht mehr dieses Hungergefühl mehr. Es ist richtig schlimm. Ich habe heute, also ich habe seitdem ich angekommen bin, nichts gegessen. Und ich bin seit 6 Uhr morgens hier. Crazy. Und wir haben 21 Uhr? 7 Minuten. Ja. 21 Uhr. That's how it looks. Aber das Ding ist, ich war die ganze Zeit so on the go irgendwie, so weißt du. Ich kam erstmal nicht dazu und zweitens merke ich es auch gar nicht. Guck mal, wir sind eigentlich so im Dreieck irgendwie. Hinter dir ist Opera. Wo? Theaterstück, wow. Ganz hinten. Ja. Wenn du dahin gehst, glaube ich, wäre auch schon. Wie heißt das? Ich finde, irgendwie sieht alles gleich aus. Louvre und so ist eigentlich auf der Seite. Wenn du hier runtergehst, ist Châtelet. Ja. Also siehst du, hier steht doch schon Paris Louvre. Ja, yeah, genau. Hä, aber als ich zum Louvre gegangen bin, war das ein ganz anderer Weg. Okay, ich bin auch von woanders wahrscheinlich gekommen. Ja, du bist bestimmt von da. Da oben. Was haben die hier? Wir sind ein Bubble Tea Laden, der eigentlich richtig gut ist. Ach, ich bin ja nicht into Bubble Tea. Absolut nicht. Ja, also, aber der ist gut, ja? Ja? Der ist gut. Ich mag diese Bubbles nicht, ne? Also genau dieses Hauptding, was bei... Ja, ich mag es nicht. Hat alles bei mir angefangen. Ich mochte ich auch nicht, aber nachdem ich aus Thailand wieder kam, war jetzt... Ach, krass. Ja, Game Over. Da war sowieso übertrieben günstig. Ja, die ganze Freundin von mir war jetzt auch in Thailand. Sie meinte auch, richtig, richtig günstig alles. Also, so ein alter Arbeitskollege von mir macht dann einfach eine Asian Tour gerade, ja? Boah, voll cool. Das will ich auch mal machen. Er war in Malaysia, Bali. Boah, mega. Dann war er in Japan, Tokio jetzt. Mm. Jetzt ist er in Vietnam. Hammer. Da dachte ich so, wait a damn minute, ich muss jemand schreiben, ja? So Leute, wir sind jetzt hier in diesem Korean. Wir haben Chicken Wings bestellt. Ich bin gespannt. Das kann man uns beide gar nicht sehen, leider. Ja. Ja. Merci. Ja. Cola und Apfelsaft. Yeah. Wofür ist das? Wenn du noch Wasser willst. Ah. Ich sag mal, diese Leitung. Ja, Mann. Das ist eigentlich schon für Leute zum Essen. Ja. Ich bin gespannt auf diese Chicken Wings. Ich hab so Hunger. Du musst jetzt mal warten. Ich glaube, ich esse direkt so. Ich finde, die Zeit geht so schnell um. Ey, crazy. Wir haben einfach schon 21 Uhr. Das ist krank. Ich bin doch gerade erst angekommen. Das ist echt krank. Ich bin am Morgen gekommen und ich wollte ja noch kurz raus. Krass. Ja. Und so hoffe ich, dass der Abend einfach ein bisschen langsamer verläuft. Ist so. Ist immer so, wenn man auf was excited ist. Ach, hast du mit Reis bestellt? Ja, ich habe Reis bestellt. Okay. Weiß nicht, so ging alles so scheiße. Reis. Ritz. Ritz. Reis heißt einfach Ritz. Voll geil. Wenn es jetzt schon kommt, dann sollten wir unsere Dinger jetzt immer wieder. Oh, geil. Ich bin gespannt. Hopefully. Ja, anyway. Jetzt haben wir schon ein bisschen. Ach, komm, ich glaube, weil gerade vor dem Haus ist. Ja. Auf jeden Fall ist das Essen schon da. Let's go. Aber ich glaube, es ist falsch, meinst du? Ja, aber ich habe es ja falsch gesagt, deswegen. Genau, das wollte ich. Wow. Aber du kannst auch mit essen. Food is there. Oh my gosh. Wie saftig sieht das aus? Yeah. Was? Oh my god. Guten Appetit. Danke. Was ist das? Melone? Nicht Radieschen, ne? Ah, das riecht nach Kohlrabi. Ah, das riecht nach Kohlrabi. Also es riecht immer so komisch, ja. Aber es schmeckt. Essen. Leute, die
Price sind auch da. Ketchup ist okay? Ja. So. Oh, schmeckt. Das ist die gut, glaube ich. Ja. Ich kann gar nicht mit Stäbchen essen. Vielleicht kann man mal so mit dem Bild drin. Leute, saftig, saftig. Was? Mm. Boah. Mhm. Boah. Unnormal. So, was? Sehr gut. Schmeckt so, aber wenn es ein bisschen trocken und dann ist es nicht so. Das ist nutzloser. Ich habe einen kleinen Eiskaffee. Ich habe einmal Ich habe Schwarzheit dabei. Alles klar. Es geht jetzt nach oben und wir sind jetzt in diesem Ding hier drin. Jetzt die Liebe. Wir fahren jetzt eine Gondel hoch. Yeah, yeah. Ich habe überall etwas. Mit unserer Freundin Abby da hinten. Ist doch aber mal gar nicht so. So eine Freundin von uns kommt leider nicht mehr, weil ich hatte keinen Empfang mehr in dem Restaurant, wo wir waren. Und sie hat mich angerufen. Die ist das. Ja, cool, ey. Also wir sind jetzt auf jeden Fall gerade in der Gondel und fahren jetzt hoch. Und ja, hier, guck mal. Hier kannst du. Oh, krass, hier ist es ein bisschen. Also ein bisschen Angst hat man aber irgendwie schon, ne? Man wohnt ja bitte. So eine Rooftop-Party oder so. Deswegen. Ist auch nice, alle Leute zu sehen. Eigentlich siehst du immer noch Leute. Ja, das ist aber gerne, finde ich generell in Paris. Ist jetzt auch nicht nur schwarz. Ja, man sieht wirklich immer neue Menschen. Aber es gibt auch so viele Menschen hier. Das ist unnormal. Sehr viele Menschen. Guten Morgen, Leute. Wir haben heute Montag, das Wochenende ist vorbei. Es ging einfach so schnell rum. Ich habe mir gerade mein Wasser gemacht, einen vollen Becher, because I need to drink water. Ich merke das, wenn ich nicht viel trinke, dann merke ich, wie meine Leute sehen. Hört ihr das? Like, die machen bei uns das, also die machen bei uns irgendwelche Bauarbeiten. Den ganzen Tag ist das schon so. Anyways, seht ihr den Unterschied? Meine Hände sind ein bisschen rau, ich habe gerade meine Hände gewaschen. Seht ihr den Unterschied? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich fühle es. Wenn ich nicht viel trinke, vor allem mehrere Tage nicht viel trinke, schwellen meine Hände an und auch meine Füße und so. Gar nicht gut. Deswegen, Leute, trinkt Wasser. It's so important. Ich versuche das heute Morgen noch auszutrinken, dass alles gut ausgespült werden kann. Wir haben auf jeden Fall Montag eine neue Woche. Ich mache mich gerade ready für die Arbeit. Also ich habe Homeoffice, aber ich mache mich natürlich trotzdem ready. Habe mein Gesicht gewaschen, Zähne geputzt, der ganze Stuff. Und mache jetzt hier meine Skincare. So, I'm back from Paris. Das Wochenende ging einfach wieder viel zu schnell, Leute. Ich komme einfach nicht klar. Paris. Oh, Paris ist wirklich nice. Ich habe mich wieder in Paris verliebt, muss ich sagen. Einfach, weil es einfach so viel Sachen gibt. Und die Tage vergingen einfach so schnell wieder. Und oh mein Gott, es hat angefangen, dass ich ja angekommen bin und dann war ich jetzt noch bei meinen Tanten, wir haben zusammen gechillt und so. Und dann hatte ich ja meinen Termin, meinen Augenbrauentermin. Und das Ding ist, sie hatte mir schon auf WhatsApp geschrieben, aber sie hat auf Französisch was geschrieben. Und ich habe es einfach nur schnell übersetzt und habe aber irgendwie nicht so richtig drauf geachtet, was da drin steht. Und sie hat da reingeschrieben, dass ich zur anderen Location kommen soll, weil irgendwelche Bauarbeiten da an der Straße sind und bla bla bla. Und ich habe das irgendwie voll überlesen. Fahre dahin, wo ich auch letzte Mal war, und dann war das zu.
And I was like, und ich war schon, zu dem Zeitpunkt war ich schon 15 Minuten zu spät, weil die Bahn gestreikt haben und einfach nichts, like, ich weiß nicht, diese Bahn in Paris ist noch schlimmer als Deutschland, ganz ehrlich. Deutsche Bahn, es geht ja noch. Dort, Verspätung, ganz schlimm. Also wenn du wirklich einen Termin dort hast, ich bin 2 Stunden, okay, das Ding ist, alles ist natürlich auch weiter entfernt in Paris, wenn man von einem Stadtteil zum nächsten Stadtteil geht. Ich bin 2 Stunden vor meinem Termin aus dem Haus gegangen und war trotzdem zu spät. Like, was? Ja, anyways, ich habe dann gesehen, dass sie in einer anderen, also sie in der anderen Location war. Ja, und dann habe ich sie schon angerufen, meinte ich so, oh my gosh, I'm so sorry, ich habe es nicht richtig gelesen, bla bla bla, so, oh, don't worry, bla bla bla. Dann habe ich schnell einen Uber genommen, bin dahin gefahren. Da hat sie meine Augenbrauen gemacht, jetzt sind die fix. Sie hat die nochmal ein bisschen dunkler gemacht, ja, damit das einfach langsamer faded. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt Juli, mal schauen, wie lange die bleiben, wie lange die wirklich halten bei mir. Ich denke mal, es kommt natürlich auch darauf an, wie man so sein Gesicht so pflegt. Also ich glaube, wenn man viel exfoliated und so, dann fadet das bestimmt schneller weg, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, aber werden wir sehen. Ne? Ich muss sagen, Leute, das habe ich gar nicht gesagt danach. Es hat auf jeden Fall ein bisschen mehr wehgetan als beim ersten Mal. Like, ich lag da so, ich wusste ja so, wie dieser Schmerz ist, dass es so sich anfühlt, als ob jemand so kratzt und so. Dann fing sie an und ich glaube, sie hat einen anderen Aufsatz benutzt oder so, ich weiß es nicht. Sie fing an und ich glaube, das war ein Aufsatz, der so zum Schattieren ist. So hat sich das, hat sich angefühlt, als ob da mehrere Nadeln sind. Und die striffen über meine Augenbrauen so richtig krutsch, krutsch, krutsch. Und ich war so, okay, irgendwie tut das heute ein bisschen mehr weh. So dachte ich mir so, ne? Ja, aber dafür war es halt kürzer, weil ich war nach 20 Minuten fertig. Aber es ging wirklich zack, zack, zack. Also dieses Nachstechen ist einfach nur noch eine Schicht drüber gehen und das war's. So, ich war nach 20 Minuten, wie gesagt, fertig. Danach bin ich wieder nach Hause gefahren und habe mich dann ready gemacht. Ja, ich habe mich dann mit Trisha getroffen. Wir waren bei diesem koreanischen Barbecue-Spot. Und ja, das Essen war auf jeden Fall lecker. Ich habe mich auf jeden Fall überschätzt. Ich habe einfach 9 Wings bestellt und ich dachte, weil ich hatte so Hunger über den ganzen Tag verteilt, ich habe diese 9 Wings nicht geschafft. Es war aber richtig lecker mit Pommes. Ja, und dann haben wir uns auch schon auf dem Weg zu unserem ersten Spot gemacht, wo das war so eine, ja, das war so eine Art Bar. Das war so unscheinbar. Man hat auch keine Musik gehört, aber wenn man, als man dann reingegangen ist, war einfach so viel los und like people were there. Das war, ich glaube, es war wirklich so abgeschottet. War gute Musik, Amapiano, Piano, also ich liebe Paris dafür, die haben einfach Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Like, die haben wirklich alle guten Lieder abgespielt, also es war wirklich ein Vibe. Und ich wollte hier mein Liel benutzen. Ich benutze mein Liel Serum für meine Edges. Anyways, ja, und dann haben wir da gefeiert bis, wie lange waren wir da? Bis 2 Uhr, es ging glaube ich bis 2 Uhr. Ja, und dann sind wir weitergegangen zu unserem nächsten Spot. Waren dann im, ich weiß gar nicht, wo, wie das alles hieß, um ehrlich zu sein. Da war es auch richtig gut, Musik war top. Also, wir waren wirklich am Feiern, haben getrunken, like, it was really cool. Und dann, ja, um 6 Uhr morgens oder 5 Uhr oder so, wollten wir eigentlich die Bahn wieder zurücknehmen. Aber ich weiß nicht, irgendwie war alles abgesperrt in der Stadt und die Bahnen fuhren einfach nicht. Beim letzten Mal, wo ich da war, fuhren die Bahnen ganz normal. Und wir konnten ganz normal nach Hause fahren, aber diesmal war einfach alles zu, alles. Ja, wir mussten dann ein Uber nehmen, also Trisha hat ihr Uber genommen, ich habe meinen Uber genommen nach Hause. Leute, wenn ihr mir glaubt, Leute, ich war einfach so müde dann und ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich direkt wieder zurückfahren musste. Hab dann meine Sachen gepackt und ja, hab mich dann auf den Weg nach Hause gemacht.
So, it was a cool weekend. Es war auf jeden Fall nice, wieder Trisha zu sehen, abzufeiern, zu dancen wieder. Wir haben so viel getanzt. Like, ich war diesmal mit flachen Schuhen. So, yep. Ja, das war mein Wochenende. Ich habe versucht zu vloggen. Ich wollte meine Augenbrauen mit vloggen, Leute, aber es war einfach, weil ich schon zu spät war und alles. I couldn't. Das war einfach zu viel. Und ich muss eine Sache machen, stimmt. Sie hat mir nämlich so ein Gel mitgegeben, was ich benutzen soll für meine Eyebrows. Und zwar soll ich das dreimal am Tag drauf machen. Das ist hier so ein Anti-Scar Effects Product, steht hier drauf. Ups. So, das mache ich jetzt hier drauf. Auf meine Augenbrauen. Leute, wenn ihr diese Bauarbeitengeräusche hört, ignoriert das einfach. Like. So, ja, so sieht's aus, damit es einfach immer feucht bleibt und die Wunde gut abheilen kann. So, ja, Leute, ich mache mich jetzt ready für die Arbeit. Also, ich bin schon ready, aber ich fange jetzt an zu arbeiten. Und würde mal sagen, sehen uns dann später. Good morning, people. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus. Oh, meine Speicherkarte ist voll, sehe ich gerade. Ich trinke gerade meinen Kaffee und werde jetzt meine Wig dran machen. Ich habe wieder meine alte, also diese, das ist wirklich so eine alte Wig, Leute, aber die Haare sind einfach so gut. Ich habe die gestern aufgefrescht und habe die richtig lange in Conditioner reingelegt. Und dann habe ich die geblowdrocknet. Nee, ich habe die eigentlich lufttrocknen lassen, aber irgendwie waren die Ansätze irgendwie noch voll nass. Habe dann die Ansätze geföhnt, also Strähne für Strähne. Ja, und dann ist das hier dabei raus geworden. Und seht ihr einfach, wie, also ich habe diese Haare, ich weiß nicht wie lange, aber bestimmt 2 Jahre schon. Die sind immer noch gut. K-Factory, ein bisschen Eigenwerbung. K-Factory.com, falls ihr eine gute Wig haben möchtet. So, ja, anyways, ich werde jetzt die Wig befestigen. Heute ist übrigens Freitag und heute fahren wir auch nach Hamburg und zwar werden wir heute Danelle überraschen. Die wird sich so freuen, weil es aber so lustig, wir haben geplant, sie zu überraschen. Haben dann das Wochenende ausgemacht und dann hat sie vor ein paar Tagen oder so hat sie in die Gruppe geschrieben, meinte so, Leute, wann wollen wir uns wieder treffen, ist voll lange her, blablabla, ich vermisse euch und sie weiß gar nicht, dass wir kommen. So, ja, das wird auf jeden Fall wieder ein witziges Wochenende. Ich bin genau das ganze Wochenende in Hamburg. Wir haben dort ein Airbnb gebucht, wir, also Henry, ich, Ayat und Uschi werden da sein, auch die Kinder werden dabei sein. Also es wird echt ein entspanntes Wochenende, Familien-Sister-Girls-Weekend. Und ja, so anyways, ich werde jetzt meine Haare machen. Ich weiß nicht, ob ich Got2B-Spray benutzen soll oder Ghostbond. Ich habe es sehr lange nicht mehr benutzt. Und ich habe irgendwie keine Lust, das ganze Wochenende meine Haare zu machen, also jeden Tag wieder meine Haare zu kleben. So, ich überlege, Ghostbond zu benutzen, aber ich habe es so lange nicht mehr benutzt. I don't know how it's gonna turn out. Ja, wir werden Ghostbond benutzen. Wig ist jetzt geklebt, Leute. Ich werde heute dieses, ich wollte gerade Aperol Spritz sagen, dieses Spritz-Spray benutzen. Ich habe gehört, das soll richtig gut sein. Ich weiß eigentlich nicht so genau, für was das genau ist, aber ich glaube, es soll die Haare noch länger ja, halten lassen. 30% more holding power, ja. Das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich benutzen, aber ich weiß nicht, ob ich vorher noch Got2B-Spray, ich mache es jetzt einfach mal. So. So, und dann werde ich das ein bisschen föhnen und dann direkt danach mein Hair Elastic Melt Band, gibt's auch von K-Factory, dann drauf machen und befestigen und dann machen wir dieses Spritz drauf. I don't know, muss ich das schütteln? Keine Ahnung. Shave Sculpts, I don't know. Ich habe das im Beauty Supply Store in London mir geholt. Die ist von Fantasia. Liquid Mousse. Ich mache das einfach nur so, upsie, einfach nur auf meinen Finger. Oh, okay, man sieht den Unterschied. Krass. Okay, das meldet das auf jeden Fall
nochmal richtig ein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Ja, aber ich gehe jetzt einfach nur so ein bisschen hier drüber. Oh, wow. Also ich sehe den Unterschied. Es meldet auf jeden Fall. Es meldet. Okay, so, dann werde ich jetzt nochmal mein Elastikband drüber machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitnehmen werde. Ich habe eigentlich keine Lust. Das ist so schwer. Aber ja, ich werde mich dann gleich auch schminken. Ich habe schon meine Klamotten hier gepackt. Ich werde meinen Trolley mitnehmen. Dann hole ich Ayat vom Bahnhof ab. Und dann fahren wir zusammen nach Hamburg. I'm very excited. So guys, the wig is secured. So sieht's aus. Ich werde gleich noch ein paar, nicht curls, aber ich werde so die Enden so ein bisschen reinkörlen. Ja, dass es einfach so ein bisschen mehr volumisch aussieht. Volumisch. ja. So guys, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Vlog. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr bis hierher gekommen seid. Ich sehe euch auch alle in den Kommentaren, Leute. Schreiben auch einige auf Instagram, die gerne meine Videos schauen. Und ich schätze jeden einzelnen von euch, der mein Video schaut. So, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für noch mehr Videos, für noch mehr Vlogs, für noch mehr, I don't know, für noch mehr alles. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye, guys!